Hallo liebe Messerfreunde, heute möchte ich euch mal noch ein Messer vorstellen. Dieses ist das Burschenmesser. Es ist ein standardmäßiges Slip-Joint-Taschenmesser. Seit gestern fertig geworden. Vor dem Urlaub habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Fangen wir bei der Klinge an. Wir haben eine Schafsfußklinge, einen Nagelhau, das Logo. Hier oben haben wir eine angedeutete falsche Schneide. Die Stahlteile sind 2 mm stark und bestehen aus 1,2067. Ein, wie ich finde, sehr brauchbarer Stahl für Taschenmesser, hat sich zumindest in meinen Augen als sehr, sehr brauchbar herausgestellt. Durch den höheren Chromanteil läuft er nicht so super stark an. Und wie es diese Kugellagerstähle natürlich so mit sich bringen, ist die Schneidleistung hier natürlich ziemlich ordentlich. Auch die Schärfe ist absolut passabel, nachzuschleifen ist es auch sehr gut. Alles in allem ein sehr, sehr brauchbarer Stahl für diesen Anwendungszweck. Wir haben Monturen aus Bronze. Wir haben hier 1 mm starke Bronzeliner, 3 mm starke Bronzebacken, 2 mm Schalenpins, 3 Stück. Und dann haben wir hier 3 mm... Verzeihung, das waren 2 mm. Und dann haben wir hier 3 mm Sicherungspins für die Achse, die Schulter und den Abschluss. Wenn sich hier später eine umfassende Patina bildet, ist der Kontrast zwischen Neusilber und Bronze einfach wirklich klasse. Das ist auch der Grund, warum ich dies getan habe. Man kann jetzt meckern, hätte nur überall Bronze genommen. Ja, hätte er machen können, hat er aber nicht. Also, die Griffschalen bestehen aus Eichenholz, welches schätzungsweise zwischen 100 und 150 Jahren alt sein dürfte. Es sah zumindest aus wie ein Kleiderschrank, welcher in einem alten Bauernhaus stand, in einem kleinen, ich sag mal, Abstellraum. Und als das Haus dann zum Abriss stand, habe ich mir da schnell noch ein paar Stücken aus diesem Schrank herausgesägt, bevor alles dem Erdboden gleichgemacht wurde. Genau zu datieren ist es nicht. Ich denke aber, das sollte so in etwa passen. Hier sieht man auch, das Holz ist leicht geriegelt. Die Porenstruktur kommt hier richtig schön raus und wirkt sich auch sehr auf die Haptik aus. Sehr angenehme Struktur. Der Griff ist mit Scotch-Brite 1000 gefliest, wenn man das so sagen kann. Nicht poliert. Und bietet so einen angenehmen Mix aus satiniert und poliert. Das ist schwer zu sagen, irgendwo dazwischen. Satiniert ist für mich immer ein gröberer Schliff irgendwie. Alles in allem wirklich klasse. Wir haben hier wie immer eine spaltfreie Verarbeitung. Natürlich haben wir das, das ist normal. Wir haben einen Halbstopp. Zack. Und eine mittig platzierte Klinge. Die Kamera fängt das jetzt natürlich nur schlecht ein, weil die Klinge ist hauchfein an der Spitze. Aber wie dem auch sei. Mit dem Nagelhau kann man das Messer sehr gut öffnen. Auch einhändig. Zack. Ohne Probleme zu schließen für Rechtshänder. Für Linkshänder vielleicht nicht so, je nachdem wie man es macht. Ich persönlich mache die Klinge immer mit der linken Hand auf. Ich bin da sehr eigen und drehe das Messer dann meist. Da mag man sich jetzt an den Kopf fassen, aber so mache ich das gern. Keine Ahnung warum. Die Klinge ist sehr, sehr fein ausgeschliffen. Diese kleine Phase hier ist nur zur Stabilisierung, ansonsten wäre das Ding komplett super nagelgängig. Allerdings hat sich gezeigt, dass so feine Schneiden doch sehr anfällig sind und deswegen habe ich hier eine winzig kleine Stabilisierungsphase angebracht.
Das Messer rasiert wie üblich Haare, Tomaten, was man eben so rasiert. Tomaten werden vielleicht jetzt nicht rasiert, aber geschnitten. Die Klinge hat eine leichte Patina. Dies passt sehr gut zum Gesamtbild. Ich habe schlicht und ergreifend gestern ein paar Äpfel zerlegt und ein paar Tomaten geschnitten und es dann für das Foto und für das Video jetzt einfach so gelassen. Ich persönlich empfinde das als sehr schön. Ja, das war's nun dazu. Das Burschenmesser. Ein klassisches Messer mit klassischen Materialien. Passt zur Eichfeld-Messerwerkstatt. Perfekt für ein Picknick unter Eichen. So dann Leute, ich wünsche euch was und wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Kanal oder bei Facebook. Und bleibt scharf, bis bald.